Tatort Hanmünden. Wow! Nach dem ARD-Tatort mit Maria Furtwängler und Hannes Jenicke nun der Krimi Hanmünden unter der Regie von Jakob Kiesig. Als Gästeführerin und Bürgerin dieser Stadt freue ich mich immer über jede Aktion, jedes Projekt, das den Bekanntheitsgrad und das Image unserer Stadt hebt. Und dieser Krimi Hanmünden, der wird das tun. Wieso? Woher ich das weiß? Ganz einfach. Ich durfte einen Teil des Drehbuchs lesen und gemeinsam mit meinen Stadtführerkolleginnen haben wir als Statisten bei den Dreharbeiten zu diesem Krimi teilnehmen dürfen. Eine spannende Geschichte, kann ich euch sagen. Eine unbekannte Mädchenleiche am Weserufer. Ein Mörder aus längst vergangener Zeit. Zwei Kommissare, die anfangs total im Dunkeln tappen. Neugierig geworden? Ja, dann nix wie hin, um den Teaser anzuschauen. Am 26. November ist es soweit, im Kapitolkino in Hannover-Schmünden. Und auf dem roten Teppich, festlich gekleidet, ins Kino zu schreiten, das hatte ich noch nie. Darum noch einmal, wow! Und ich wünsche dem Team um Jakob Kiesig weiterhin gutes Gelingen, gute Förderung und ich freue mich schon sehr auf den Film in ganzer Länge.